Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Ja, jetzt geht's endlich wieder weiter. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wo wir aufgehört haben. Und auch keine Ahnung mehr, wie die verdammte Steuerung war. Aha, okay. Ja, doch, ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Das war Akimbo Mode. Ah ja. So, wo müssen wir hin? Okay. Ach so. Was haben wir da gerade gemacht? What? Was zur Hölle? Wow. Bin ich hier richtig? Schwebt unser Haus schwebt. Genau. Ohne Munition wollen wir schießen. Macht man so. Okay. Geh down. Geh down. Soll ich da durch? Nein. Pistole. Nein. Nein, nein, nein. Warte. Das wollte ich haben. Wo lang? Soll ich da rauf? Scheint so. Bin ich hier richtig? Ja. Da wird auf jeden Fall ein Ziel angezeigt. Ey, ist schon krass, wenn man gar keine Ahnung hat, wie weit man war und zockt jetzt so eine Ecke hier auf einmal. Ist schon. Die Aussicht ist aber schön. Immerhin ist die Aussicht schön. Wir haben ein fliegendes Haus. Ja, hat nicht jeder. Hat wirklich nicht jeder. Wow, wow, wow. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Von wo denn? Oh. Da ist er. Oh shit. Oh shit. Wo ist der Robot Man? Ey, ja gar keine Laserknarre. Was ist los mit ihm? Der nervt aber auch hart rum. Okay, wo ist der Big Boss Man? Ah, ich muss das erst abtrennen, ne? Ja, das ist das Primärziel. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. Ich glaube, wir landen jetzt. Wir sind gelandet. Das ist er. Gute Arbeit, Männer. Das ist er. General. Oh, wie schön. Wirklich. Blazkowicz. Also ehrlich. Wollen Sie mich lieben und ehren? Bis dass der Tod uns scheidet? Hör damit. Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Aber nicht vor der Hochzeit. Schicken wir einen Schlaf. Jawohl. Sie müssen sich jetzt ausruhen. Während ich alles vorbereite. Meine Damen und Herren, wir haben ihn!
Irgendwie waren da eben Video und Ton nicht synchron. Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Er verdient den Tod! Alles nur Show. Und ich bin die Hauptattraktion. Nein, 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 sag ich. Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie. Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Ach, meine Güte! Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt! Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man Sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir Sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt. Der Plan mag riskant sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich werde so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay, bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen, schaffen wir es. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terrorpilli, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein außerirdischer Mann! Ja. Hat ja toll funktioniert. Schnitt! Schnitt! Müllermann! Die haben Talent! Sie sollten vorsprechen und zum Film gehen. Guter Schuss, General. Wer zuckt noch? Idiot. Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein. Liebling, du lieblich. Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Wie schmeckt das? Psst. Wie schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat? Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde
in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anja. Meine Familie. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrat und grausamer Morde in tausenden Fällen wurden Sie schuldig gesprochen, William Joseph Blaskowitz. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blaskowitz! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Ach ja, da haben wir noch ein Wörtchen mitzureden, oder? Gib her die ganzen Knarren. Oh ja, ich erinnere mich langsam wieder an das Game. Oh. Ich habe nur keine Munition. Alter, musst du die sofort killen? Du hast ja gar keine Munition, Alter. Was geht ab? Was geht ab ohne Munition? Okay. Das heißt, wir müssen hier echt aufpassen. Wir haben ja nichts an Munition. What? Oh. Ach, da war noch einer. Munition. Ist hier extrem dürftig. Oh. Das ändert die Sache. Geht er mal down? Ah. Oh. Wie hoch konnten wir regenerieren? Nicht so hoch, ne? Ja, warte mal, gib mal die Rüstung. Aber das Ding ändert die Sache doch enorm. Jetzt müssen wir ja extrem langsam vorgehen. Hallo, Kumpel? Okay, den erschönt soll ich. Schön, schön. Ah, da oben war noch einer. Die werden mit der Knarre von hier nicht treffen, Mann. Die Stelle ist übel. Hat irgendwer vielleicht mal Energie oder so? Okay. Okay, sofort hier hin. Das ist ja übel schwer. Vielleicht, wenn wir das Geschütz selber dranbleiben. Es trifft halt auch einfach nicht. Nö. Das ist asozial, die Stelle hier. Weil ich dazugeben muss, dass ich glaube ich auch schon bei anderen gesehen habe, dass das hier echt übel zacken soll, die Ecke. Ja, auch ständig irgendwo verdammte Granaten explodieren.
Wo? Wo denn? Ich höre hier doch einen. Alter, was ist das denn? Was ist das für eine beschissene Ecke? Muss ich die gar nicht killen? Muss ich irgendwo anders hin? Ist doch alles zu. Also ich muss sie doch killen. Ich komme sonst gar nicht weiter. Aber wie kriegt man die gekillt? 50 Energie? 5 Millionen Handgranaten? Und wir selber haben keine. Auch wenn man in Bewegung bleibt, es bringt halt einfach nichts. Jetzt vor dieser Ecke hat es mir echt gegraut, weil die habe ich sogar schon mal gesehen irgendwo. Ich weiß bloß nicht mehr wo. War das Rüstung? Lebt noch? Wo kommt der denn her? War das der Richter? Es werden halt auch nicht weniger. Werden auch einfach nicht weniger. Terror bin ich. Terrorist und Mörder. Nicht mehr wirklich, weil ich habe ja hier nichts. Sturmgewehr? Ja, es habe ich aber nicht. Wieder keine Munition. Da ist zu. Jetzt kommt noch ein Robot. Alles klar, jetzt rasten sie aber übelst aus. Nicht nur einer. Die geht doch nicht kaputt. Ey, wie soll man das machen? Ja, geil, Munition leer. Super. Ja, die Stelle sackt übelst hart. Doch nie so oft gestorben. Ja, ob wir es denn irgendwie hinkriegen, ja, sehen wir beim nächsten Mal, ne? Bis denn dann und ciao.